Mir ist was eingefallen, was ich machen könnte. Es ist aber nicht so toll. Und mir ist noch was eingefallen, was ich machen könnte, aber ist auch nicht toll. Okay, das nicht so toll Nummer 1 wäre, die Ölsache so umbauen, dass wir nicht mehr mit Kohle heizen, sondern mit Brennstoffblöcken. Das wäre sogar ziemlich wichtig, weil Kohle haben wir sonst irgendwann nicht mehr. Also ja, das sieht alles noch gut aus. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, noch einen so einen Block aufzubauen, um die Stromversorgung in Gang zu bringen, so mit den Solarpanels würde es ewig dauern, bräuchte ich auf jeden Fall viel mehr Kohle und dann wäre das irgendwann weg. Das heißt, hatte ich schon. Ah, der Giro in der Vergangenheit ist super. Sehr schön. Das eine Negative hat sich schon mal erledigt. Gut, gut. Soll ich das noch weiter ausbauen? Kommt ihr hinterher? Kommt ihr nicht hinterher? Wie sieht das aus? Wir haben sehr viel Schweröl. Haben wir schon die Splitteranlage aufgebaut? Ich habe sie nur hingestellt. Split mal Schweröl. Du brauchst Wasser zum Splitten. Ach, das ist doof. Sehr doof sogar. Vor allem, weil es da gar nicht passt. Ja, mach dich erstmal weg. Mach das denn nur über diese Anlage. Du musst da auch weg, sonst verzwuselt sich das da irgendwie. Wie kriege ich das Wasser dahin? Ah doch, hier einen Ausgang, also hier einen Hochgang legen und dann da verknüpfen. Das heißt, ich müsste so irgendwo hier Wasser herbekommen. Sagen wir doch mal einfach von hier hinten. Gibt ja kein Dreckwasser und Sauberwasser mehr. Wir haben ja kein Ditec. Sollte also einigermaßen passen. Das heißt, hier, wie weit kommst du? Ziemlich weit. Geh mal bis da. Kann man dich wegmachen? Ja, kann man. Dich zerstören, dann einfach hier irgendwo eine Pumpe hinstellen. Hab ich doch bestimmt eine auf Tasche, richtig. So, damit finde ich irgendwo in welchen Rohren hängen bleiben. Und zack. Und zack. Gut, du läufst. Also Schweröl wird jetzt nach und nach verbraucht. Ich bin mir allerdings relativ sicher, dass das nicht schnell genug verbraucht werden wird. Deswegen haue ich mal keine Speedmodule rein, weil ich keine habe. Brauchen wir 3-4 Stück. Aber das Speedmodule wird es nicht reichen. Ich werde das irgendwann hier umbauen müssen. Und zwar idealerweise hier mit hin, weil wir die Kohle ja eh nicht mehr brauchen. Warum habe ich eigentlich hier einen Weg lang darum? Nur für das Sprengzeug? Was wir gar nicht benutzen? Ja. Okay. Also und für das Plastik. Sonst könnte es mir einfach hier durchlaufen lassen. Das wäre einfacher. Ja, das mache ich einfach mal. Ich baue eine blaue Kiste. Oder mal ein paar mehr. So, du wirst da unten übrigens mal festgetackert. So. Dann kriegst du hier eine Kiste, die fordert Kohle an. Und ja, ich weiß, es ist komisch, aber das Ding wird eh nicht benutzt. So, dann kann ich das hier nämlich alles abreißen. Hab hier Platz für eine zweite... Hier Platz für eine zweite Schweröl-zu-Leichtöl-Splittanlage. Und das läuft einfach hier rum, um dann unten zu Plastik gemacht werden zu können. Ist jetzt auch nicht wirklich so viel weniger wuselig, weil das Ganze jetzt halt einen Knick nach da machen muss und wieder einen Zurückknick nach da, aber ne? Es gibt schon den Raum hier oben frei und das ist gut. Und hoffentlich geht das sogar auf mit dem Wasser, das wäre schick. Mal gucken, wo, hier kommst du hin, da kommst du hin. Kann ich dich einfach hier hinbappen? Nein, dann verbinden sich die beiden da. Das heißt, ich müsste dich da mal wegmachen. Ist hier jetzt kein Kupfer, es ist doof. Mach mal, brauch noch eine blaue Kiste. Mach hier bitte eine Kiste hin, die Kupfer anfordert. Und ich wollte eigentlich nicht jetzt schon so früh Metall automatisch irgendwo rauflegen lassen. Aber das Fließband hier sollte eh fast durchgehend voll sein, außer es fehlt halt... Es fehlt Kupfer für Batterien. Was fehlt jetzt gerade? Schwefel? Ja, es fehlt Petroleumgas. Weil das Petroleumgas alles für Plastik verbraucht wird, obwohl wir Plastik eigentlich gar nicht
brauchen, weil hier ein riesig langes Fließband ist. Aber für die roten Chips. Ja, okay. Petroleumgas kommt nicht hinterher. Wir können dich allerdings mal umstellen auf das Bessere. Du bekommst kein Wasser. Oh, okay. Du brauchst auch noch Wasser. Ist okay. Hier ist Wasser. Nimm Untergrunddingens von da nach da. Bau neue Untergrunddingens und bau davon mal ein paar mehr. Und tacker die mal unter dem normalen Rohr fest, damit ich alles immer schön griffbereit habe. So, und dann baue auch gleich ein paar normale Rohre. Zack, 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 zack. So. Dann gehst du da raus. Und daran. Jetzt sollte mehr Petroleumgas rauskommen. Um das Ganze noch weiter zu befüllen mit Petroleumgas, müsste ich eigentlich auch irgendwo einen Splitter machen von Leichtöl zu Petroleum. Weil wenn wir jetzt wirklich alles Leichtöl, alles Schweröl zu Fuelblocks machen, verbrauchen wir so viele Fuelblocks überhaupt? Oder nicht? Angriff unten und Dinge werden zerstört. 9 Türme schießen allerdings. Ungewöhnlich, dass was zerstört wird. Also außer es sind die Sniper. Aber da haben wir extra die Sniper-Türme für aufgestellt. Aber wenn jetzt 3 oder 4 Sniper kommen, dann können die vielleicht einen Turm one-hitten. Das ist dann schon garstig. Ich hole mir auf jeden Fall erstmal Trinken, Essen und Luft. Sauerstoff, ja. Nee, gar nicht. Luft ist die akkurate Aussage. Sauerstoff wird tödlich. So. Ganz viel Stahl. Nom, 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 nom. Hellblaue Tränke kommen nicht zustande, weil keine grünen Ärmchen zustande kommen, weil keine grünen Ärmchen im System sind, weil keine blauen Ärmchen im System sind, weil keine... Was? Weil das Ärmchen entfernt wurde, weil ich zu viele Ressourcen verbraucht habe, um die Ärmchen zu bauen. Das sollte jetzt geändert werden. Hier fliegt gerade Kohle nach oben. Sollte aber nicht so häufig vorkommen. Forschung steht still, aber ich weiß, ich lenke mich gerade schon wieder von was ab. Ich war gerade dabei, bei der Ölgeschichte rumzuhantieren, richtig? Daran sollte ich zurückgehen. Hier oben. Ich hätte nämlich gerade gemeckert, dass ich nicht genug fürs Petroleumgas mache. Und dass ich alles umwandle in Fuelblocks. Idealerweise sollte ich wahrscheinlich die Hälfte von dem Leichtöl zu Petroleumgas umwandeln. Und den Rest dann zu Fuelblock. Und beim Schweröl halt einen Teil für Lubricant, obwohl das nicht so viel braucht. Und den Rest dann zu leicht und dann zu viel Blocks. Mal gucken. Das Wichtigste ist, dass Plastik durchgehend vorhanden ist und dass Schwefel durchgehend vorhanden ist. Aber dazu kommt es halt nicht. War es schon Speed und Blue, ne? Ja. Nächstes Problem ist, kommt nicht genug Öl. Wir haben hier 4 Pumpen, die alle schon Speed und Blue haben. Und es gibt keine besseren Pumpen, richtig? Ja, also ist nichts hinten in Reihe geschaltet, was Forschung angeht. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es da auch nichts weiteres gibt. Ja, das heißt, wir können das nur hochpushen mit Speedmodulen höherer Stufe. Den aber auch wieder mehr Strom verbrauchen und wir haben keinen Strom und meh. Tu mal da rein. Das heißt, nächster Schritt wäre... Wisst ihr was? Wir haben hier hinten mehr Ölfelder. Und wir haben schön viel Platz. Ich sollte da eigentlich das komplette Gewusel hier einmal neu aufbauen. Weil das war ja nur unser vorläufiges Gewusel, damit wir es hatten. Es ist allerdings, wie ihr sehen könnt, tödlich. Und nutzt die Roboter noch gar nicht. Zugegeben, wir haben noch nicht viele Roboter. Aber ich kann ja die Anlage drüben so planen, dass Millionen Roboter vorhanden sind. Was noch ein paar Folgen dauern dürfte. Das klingt nicht schlecht. Habe ich irgendwas Wichtigeres bis dato? Also ich sollte unten gucken, was da zerstört wurde, eventuell das neu setzen. Ich sollte vielleicht irgendwo auch schon mal einen automatischen Fabrikkomplex aufbauen, der wieder mit Kisten funktioniert. Und es da einstellen, dass die Türme neu gebaut werden. Also sowohl der Gatling-Turm als auch der Sniper-Turm. Für den Fall, was eben gerade nicht passiert ist, dass einer zerstört wurde, dass er automatisch neu gesetzt wird. Momentan haben wir irgendwo in irgendeiner Logistikkiste auch Türme drin. Aber ich weiß halt nicht, wie viele... Das hier sollte alles vernichtet werden, oder? Mach mal ganzen Wuselkram hier weg. So. Du bist auch schon alle. Das hier fährt alles nach unten. Gib mir den Drillbob, den mal dahin. Gibt's da noch ein Fließband? So.
Das mit der Sniper-Muni müsste auch alles über blaue Kisten geregelt werden. Du, forder bitte an. Munition, wow. Vehicle Machine Gun, was ist das denn? Die... Ha. Huh. Okay, welche Munition brauche ich jetzt? Die 7-2er, ne? EP. Ich glaube, EP habe ich bisher benutzt. So, 30 Schuss sollte reichen. Genau. Und das müssten wir jetzt bei jedem dieser Dinger machen. Du bist falsch. Dich mache ich auch mal blau. So habe ich nicht in Shift links drin gehabt, oder? Wow, nee. Den Auftrag ganz schnell vergessen, bevor die ersten Roboter versuchen, das zu erfüllen. Wobei es dafür wahrscheinlich schon zu spät ist und die ersten Roboter auf dem Weg sind. Oh, na gut. Was macht ihr? Warum tragt ihr Ärmchen hin und her? Achso, weil es vom Abreißbefehl kam. Ja, gut. Lauter Krimskram wird einsortiert. Wofür warst du? Ah, du warst für die Raketenmunition. Du bist ein Teil der Waffenschmiede hier hinten. Ja, das ist okay. Du hast jetzt wirklich kein Eis mehr. Okay. Das heißt, ich setze hier irgendwo... Wow, ganz viel rotes Zeug. Ein Ärmchen wurde zerstört. 15, 16 Türme schießen. Das ist okay. Das ist gleich gegessen, das Ding. Mach das bitte so. Wo staut sich Sniper-Munition inzwischen? Nicht sehr weit. Nicht sehr weit, okay. Du. Oh nein. Solaranlage wird gefressen und wir haben keinen Turm in der Nähe. Okay. Sniper Gatling, komm mit. Hatte ich erwähnt, das ist wuselig. Ich sehe oben. Genau, lauf auf dem Fließ, bist du schneller da. Hier war's. Wo ist er? Sag mir bitte nicht, dass er sich eingegraben hat. Das mag ich ganz und gar nicht. Ja, schaut so aus. Okay, setz. Mist. Kann ich da nicht drüber setzen? Achso, es ist ja schon ein Blueprint da, weil es zerstört wurde. Okay, müssten die Roboter nur irgendwann zukommen. Das machen allerdings nicht die Logistikbots, sondern die anderen Bots, Baubots. Du zum Beispiel. Soll sie jetzt eigentlich losfliegen und da irgendwas machen? Und hier kommt eine blaue Kiste hin, abermals mit Muni. So, Shift rechts. Wobei, es wurde jetzt in den Kommentaren schon erwähnt, dass man bei Fabriken auch Shift rechtsklick machen kann und dann Shift linksklick auf eine Kiste und da wird die Kiste automatisch so eingestellt, wie das, was die rechtsgeklickte Fabrik braucht. Was irre praktisch ist. Ich teste mal, ob das bei Türmen genauso ist. Shift rechts, Shift links. Nee. Also ob die Munition genauso gleich da einsortiert wird. War unwahrscheinlich, aber wollte ich auch mal testen. Haben wir hier irgendein Bottleneck, was Draht angeht? Nö. Wow. Wir haben genug Chips, das ist schon mal gut. Wird aber nicht lange halten. Okay, ich denke, ich sollte jetzt mal ein paar Roboter mehr bauen. Das hängt alles an den Flying Frames. Da bau ganz viele Flying Frames. Ich denke, die Batterien werden ausgehen als erstes. Ja. Und Batterien kann ich momentan nicht einfach so schnappen, weil wir keinen Schwefel hatten. Oder nicht genug Schwefel. So. Da. Stahl kriege ich Neues, das ist lieb von euch. Forschung. Wir haben keine blauen Tränke, richtig? Wir haben zwei blaue Tränke und ein bisschen was da drin. Wobei jetzt sollten doch grüne Ärmel eigentlich ankommen. Roboter sind noch ausgelastet, ja. So, du kriegst auch nochmal hier. So. Noch irgendwo ein Sniper in der Nähe, der unglücklich ist. Das Ding hatte ich ausgestellt, ne? Ja. Ah, und da werden nachher noch die Solar Panels gesetzt. Sehr schön. Strom hält sich. Wenn ich ein Ding anschalte, soll ich es auch komplett anschalten. Gut. Und ich habe drei Speed-Nudeln im Inventar. Die hatte ich eigentlich geplant gehabt für irgendwas bei der Ölsache.
Ich weiß noch nicht mehr, was es war. Also ob es jetzt die Raffinerie selber war oder irgendeine Ölpumpe oder dergleichen. Ich schau mal. Splatter, das war beeindruckend. Ihr habt alle schon. Du hast schon. Du bringst nichts, weil du eh nichts bekommst. Das Ding da. Zack. Genau dafür war es, glaube ich, gedacht. So, wie schaut's mit Fuelblocks aus? Staut sich das nicht mal irgendwo?